Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir, die Firma Paiung, wünschen Ihnen, bevor wir mit unserem heutigen Webinar starten, natürlich zunächst einmal allen ein frohes und gesundes neues Jahr und heißen Sie, wie gesagt, herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar im Jahr 2022. Wir hoffen, Sie sind alle gut gestartet in das neue Jahr und freuen uns, dass sich heute wieder sehr viele Stammgäste, aber auch neue Teilnehmer dazugeschaltet haben. Mein Name ist Fabian Müller, ich bin heute Ihr Gastgeber. Und es hat sich schon dazugeschaltet, Herr Professor Dr. Christoph Wiesenack aus Freiburg. Bei allen Vorsätzen fürs neue Jahr, manche Dinge ändern sich auch nicht und vielleicht sind wir auch gar nicht so unglücklich darüber, wenn sich manche Dinge nicht ändern. So zum Beispiel unser Bestreben hier bei unseren Webinaren auch weiterhin Ihnen praxisorientierte Webinare mit sehr, sehr erfahrenen Referenten und Regionalanästhesisten bieten zu wollen. Und so begrüßen wir eben heute Professor Wiesenack, Chefarzt am Evangelischen Diakoniekrankenhaus in Freiburg. Ist eines der Top 10 Brustzentren in Deutschland und deshalb natürlich auch mit reichlich Erfahrung bei Brustwandblockaden in der Mama-Chirurgie. Und Professor Wiesenack wird uns hierüber jetzt gleich jede Menge berichten. Bevor wir starten, noch kurz wie üblich an dieser Stelle die technischen Hinweise. Sie sind hier in einem Webinar, nicht in einem Zoom-Meeting, sondern in einem Webinar. Das heißt, Sie als Zuschauer können weder den Ton noch die Kamera einschalten. Sollten Sie Fragen haben, und darauf freut sich Herr Professor Wiesenack auch schon, dann stellen Sie diese bitte über die F&A-Funktion ein. Sie finden sie unten oder oben in Ihrer Zoom-Kontrollleiste auf Ihrem Bildschirm. Die Fragen werden dann von Herrn Professor Wiesenack am Ende seines Vortrags beantwortet. Kurzer Hinweis zum Datenschutz. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Fragen anonym eingestellt werden, weil wir machen ja eine Aufzeichnung von unserem Webinar und werden das Webinar dann auch veröffentlichen in circa 10 Tagen auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn Sie dann Ihre Fragen anonym einstellen, haben wir auch mit dem Datenschutz keine Themen. Das war es meinerseits jetzt schon zur Technik. Und Herr Professor Wiesenack, ich würde jetzt gerne an Sie übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Müller, für die freundliche Einführung und vor allem für die Möglichkeit, im Rahmen dieses Webinars dieses Thema präsentieren zu dürfen. Ich werde mal versuchen, den Bildschirm freizugeben. Und hoffe jetzt, dass Sie das Bild alle sehen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, der PEX-1 und PEX-2-Block in der Brustchirurgie beim Mammakarzinom ist ein Thema, das uns seit ungefähr 2,5 Jahren begleitet und das inzwischen ziemlich viel Raum einnimmt bei uns in der klinischen Praxis. So wie Sie es gesagt haben, wir sind ein relativ großes Brustzentrum für die Größe unseres Hauses, machen über 500 mammachirurgische Eingriffe im Jahr. Und dementsprechend eben auch seit 2,5 Jahren regionalanästhesiologische Verfahren in der Mammachirurgie. Ich möchte starten mit einem kurzen Überblick zu den Inzidenzen des Mammakarzinoms. Brustkrebs, das wissen Sie, ist die häufigste Krebserkrankung der Frau und die Inzidenz liegt bei ungefähr 170 pro 100.000 Frauen pro Jahr. Jährlich erkranken dabei über 70.000 Frauen in Deutschland neu an einem Mama-CA und auch jährlich versterben über 18.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs. Damit erhält jede 8. Frau im Laufe ihres Lebens in Deutschland die Diagnose Mammakarzinom. Jetzt gibt es natürlich viele therapeutische Optionen beim Mammakarzinom, also neben der Hormontherapie, der Bestrahlung und der Chemotherapie spielen natürlich operative Techniken eine große Rolle. Neben der brusterhaltenden OP wie der Lumpektomie, Quadrantektomie oder Segmentresektion eben auch nicht brusterhaltende Therapien wie die Mastektomie, modifizierte radikale Mastektomie oder die komplett radikale Mastektomie, aber auch kleinere Eingriffe mit Sentinel-Lymphonodektomie oder Lymphknotenbiopsie oder dann auch schon wieder größere Eingriffe mit rekonstruktiven Prozeduren wie Implantate, Expander oder eben auch Lappenplastiken wie Deep oder Tram Flap spielen in der operativen Technik eine große Rolle und werden auch alle bei uns im Haus so durchgeführt.
Bevor man sich dieses Themas nähert, muss man mal eine ketzerische Frage stellen. Macht denn Regionalanästhesie in der Mammachirurgie überhaupt Sinn? Und diese Arbeit werden die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Die hat Hans-Jürgen Gerbershagen aus Gelsenkirchen 2013 in Anästhesiology publiziert. Er hat einfach mal aufgeführt, wie ist denn der stärkste Schmerz nach der Operation, nach der bekannten VHS-Skala. Und auf Platz 1 sind Operationen am Fersenbein mit einer medianen Schmerzstärke von 7 von 10. Wenn Sie die schmerzhafteste gynäkologische Operation sich anschauen, das ist die Sektio, Caesarea, da liegt der mediane Schmerz bei 6. Wenn man jetzt einen Blick auf die brustchirurgischen Eingriffe wirft, da ist die Augmentation bei einem Schmerzlevel von 5 im Median und die Reduktionsmammoplastie auch bei 5. Das nimmt aber weiter ab, wenn wir hinuntergehen zur Brustrekonstruktion mit Muskel- oder Skinflap oder die Mastektomie mit oder ohne Axillardissektion. Da liegen wir nur noch bei 4 oder 3 Maximalschmerz nach der Operation und die brusterhaltenden Techniken liegen eben auch nur bei 3. Wenn man sich das nochmal genau anguckt, dann haben wir tatsächlich mit der Sektion einen sehr schmerzhaften Eingriff. Aber die mammachirurgischen Eingriffe, vor allem wenn es dann brusterhaltende Therapien sind, haben eigentlich ein postoperatives Schmerzniveau, wo wir uns schon überlegen, im Aufwachraum geben wir da jetzt noch was oder ist das für die Patientin zumindest in Ruhe aushaltbar oder erträglich. Deswegen ist die Frage tatsächlich gestattet, macht es überhaupt Sinn, bei solchen Eingriffen regional anästhesiologische Verfahren durchzuführen oder ist es ein Eingriff, der von sich aus schon eigentlich wenig schmerzhaft ist, postoperativ. Dabei hat man aber nicht bedacht, dass eben viele Frauen eine sehr häufige Komplikation nach mammachirurgischen Eingriffen erleiden, und zwar das sogenannte Postmastektomie Pain Syndrome. Das ist beschrieben, ich habe Ihnen mal hier 3 Studien zur Auswahl in das DIA gesetzt. Es gibt natürlich deutlich mehr Publikationen zu dem Thema. Aber das Postmastektomie-Syndrom ist tatsächlich eine Komplikation, die viele Frauen nach brustchirurgischen Operationen betrifft. Kann nach Mastektomie, aber auch nach brusterhaltender Operation auftreten, ist definiert als Schmerz im Operationsgebiet oder im Arm an mindestens 4 Tagen pro Woche mit einer Schmerzintensität von VHS über 3. Und die Inzidenz liegt 23-68% aller Patientinnen. Und das ist, glaube ich, eine Zahl, die rechtfertigt, doch über regionalanästhesiologische Verfahren in der Mammachirurgie nachzudenken oder sogar zu sagen, die haben ihre Daseinsberechtigung. Das Postmastektomie-Syndrom oder die Inzidenz dafür hat natürlich Risikofaktoren. Es sind vorwiegend junge Patientinnen betroffen. Patientinnen, die eine axilläre Lymphknotendissektion bekommen. Nach Reoperationen tritt es relativ häufig auf und bei Operationen im oberen äußeren Quadranten. Und das ist ja die Mehrzahl der Brustoperationen. Und ist abhängig von der postoperativen Schmerzintensität, sprich dem postoperativen Opiatverbrauch. Wenn Patienten oder Patientinnen hinterher starke Schmerzen haben, so haben sie eine relativ hohe Chance oder ein hohes Risiko, auch ein EMPS zu entwickeln. Das heißt, hohe postoperative Schmerzlevel und ein hoher postoperativer Opioidbedarf können zur Chronifizierung von Schmerzen führen. Und, das wissen Sie, die effektivste Prävention starker postoperativer Schmerzen stellt nun mal die Regionalanästhesie dar. Was haben wir denn für Möglichkeiten der Regionalanästhesie? Natürlich könnte man eine hohe epidurale EDA machen. T3 bis T5 wäre dafür erforderlich. Das ist schon arg hoch. Ja, das ist schon, da bewegt man sich in Bereichen, wo einem nicht mehr so ganz wohl ist. Ist auch überhaupt nicht etabliert in der Mammachirurgie. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo durchgeführt wird. Eine weitere Möglichkeit wäre die Paravertebralblockade. Das ist eine Technik, die sicherlich in einigen Zentren durchgeführt wird. Auch das ist ja ultraschallgesteuert gut möglich.
haben wir in unserem Haus bisher nicht gemacht, aber es ist eine Möglichkeit, die auch in der Literatur beschrieben ist, um brustchirurgische Eingriffe regional anästhesiologisch abdecken zu können. Natürlich könnte man das auch alles in lokaler operieren, allerdings braucht man da so Unmengen an Lokalanästhetikum, dass man die Grenzdosen relativ schnell erreicht, ist also eher keine Option. Eine weitere Möglichkeit wäre die Interkostalblockade. Auch das ist eine Möglichkeit, zumindest Teile der innervierten Brust regional anästhesiologisch auszuschalten. Allerdings haben wir hier auch das Risiko einer hohen Resorptionsrate bei der Interkostalblockade, sodass hier auch Komplikationen aufgrund hoher Lokalanästhetikaspiegel auftreten können. Was jetzt neu dazugekommen ist seit 2012, ist die Faszienschichtenblockade, die sogenannte PEX-Blockade. Die ist erst beschrieben worden 2012 von Blanco, das zeige ich Ihnen gleich noch, die Publikation. Eine relativ einfache regionalanästhesiologische Möglichkeit der Schmerzausschaltung, die auch leicht zu erlernen ist. Das ist die Erstbeschreibung durch Blanco. Es ist nicht Herr Roberto Blanco, es ist Rafael Blanco, der 2012 diesen Block erstmalig beschrieben hat. Und wenn man mal in PubMed reinschaut, dann sieht man, dass seit der Erstbeschreibung auch die Publikation zu diesen Brustwandblockaden deutlich zugenommen hat. Das heißt, deutlich viel wird darüber nicht publiziert. Das Maximum waren 34 Publikationen im Jahr 2020. Aber es hat doch schon deutlich zugenommen. Also das Interesse an den Brustwandblockaden ist auf jeden Fall da. Und bevor wir weitergehen im Thema, würde ich gerne an das Auditorium eine Frage stellen. Kennen Sie denn in Ihrer Klinik Brustwandblockaden, also den PEX-1 oder 2-Block, in der Mammachirurgie an? Machen Sie das nie? Machen Sie das gelegentlich oder manchmal? Oder machen Sie das regelmäßig? Sie können jetzt hier im Umfragefeld Ihre Antwort anklicken. Jetzt dauert es ein bisschen, bis das Ergebnis errechnet wird. Gut, das Ergebnis ist da. Tatsächlich die überwiegende Mehrheit, also wenn ich das hier richtig sehe, 45%, wendet es nie an. Aber immerhin 26% manchmal und 28% regelmäßig. Das heißt, mehr als die Hälfte der Teilnehmer jetzt hier in unserem Webinar wendet doch Brustwandblockaden in der Mammachirurgie an. Das ist erfreulich, das finde ich schön, finde ich bemerkenswert. Und bestätigt irgendwie diesen Trend, dass Brustwandblockaden doch ein effizientes Verfahren in der Mammachirurgie sind. So, lassen Sie sich nicht irritieren durch dieses Bild, ich führe Sie da durch. Das verwirrt auf den ersten Blick etwas, ist aber 2017 publiziert worden, und wenn man sich da ein bisschen reinsieht, kann man aus diesem Bild unfassbar viel Informationen rausziehen. Sie sehen hier im unteren Bereich die regionalanästhesiologischen Verfahren, unter anderem eben auch die PEX-Blockade, die ich jetzt mal hier grün eingezeichnet habe, aber auch alle anderen Verfahren wie der Paravertebralblock oder Interkostalblockade, die Epiduralanästhesie, sind hier mit eingezeichnet. Im oberen Feld sehen Sie die nervale Versorgung der Brust hier durch den Plexus brachialis und die Interkostalnerven. Das sind die zwei Stränge, die die Brust innervieren. Und im mittleren Feld sehen Sie aufgeführt exemplarisch mammachirurgische Operationen und eben auch die Nerven, die bei diesen Operationen in Betracht kommen, die man blockieren sollte. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann sehen Sie, dass man mit dem PEX-Block nicht alle, aber einen Großteil der bei der Mammachirurgie betroffenen Nerven tatsächlich auch blockieren kann. Man kann mit dem PEX-1-Block den Nervus pectoralis lateralis und den Nervus pectoralis medialis blockieren. Nur der PEX-1-Block
reicht in keinster Weise für brustchirurgische Verfahren aus. Sie brauchen den PEX-2-Block dazu, der übrigens auch die Nerven des PEX-1-Blocks mit abdeckt. Mit dem PEX-2-Block haben Sie noch den Nervus thoracodorsalis und den Nervus thoracicus longus des Plexus brachialis mit erwischt und von den Interkostalnerven eben den Nervus intercostobrachialis und ganz wichtig die lateralen kutanen Äste der Interkostalnerven. Was Sie nicht mit dem PEX-Block abdecken, sind vor allem die anterioren kutanen Äste der Interkostalnerven, die eben die mediale Seite der Brust innervieren. Um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, Sie sehen hier einen Querschnitt durch den Thorax, Sie sehen hier den Pectoralis major, Sie sehen hier den Serratus langziehen und dazwischen, zwischen Serratus und Pectoralis Muskulatur, befinden sich eben die Nerven, die blockiert werden sollten, um möglichst viel Schmerz auszuschalten, für möglichst viele Nerven zu blockieren, die eben die Brust innervieren. Anders nochmal gezeigt, Sie sehen hier in diesem Aufklappbild den Nervus intercostobrachialis, der hier auch zur Axilla zieht, den Nervus thoracodorsalis, der herunterzieht, den Nervus thoracicus longus und hier eben die lateralen kutanen Äste aus den Interkostalnerven. Das decken Sie mit dem PEX-1-Block ab. Das decken Sie mit dem PEX-2-Block ab. Was Sie nicht abdecken, wie gerade eben schon ausgeführt, sind eben die anterioren Äste aus den Interkostalnerven, die eben vorwiegend die mediale Seite der Brust innervieren. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen natürlich ein Ultraschallgerät und einen Linearschallkopf. Sie brauchen eine möglichst ultraschalloptimierte Nadel. In der Regel verwenden wir 50 mm Nadeln. In Ausnahmefällen brauchen wir tatsächlich auch mal die 80 mm Nadel. Also bei adipösen Patientinnen ist es eher die Ausnahme, aber wir haben beide zur Verfügung. In 95% reicht die 50 mm Nadel aus. Letztlich wird das Ganze steril gestochen. Was Sie machen können bei der In-Plane-Technik, sind Navigationshilfen anzuwenden, vor allem wenn man noch in der Lernphase ist oder das Ganze teacht. Damit wird es ein bisschen einfacher, die Nadelführung. Wir haben das am Anfang gemacht, haben es aber relativ schnell wieder verworfen, weil die Lernkurve ist extrem steil beim PEX-Block. Das ist ein Verfahren, was von vielen sehr schnell erlernt werden kann, wo man dann auch keine Navigationshilfen wo es mehr braucht. Wenn man sie hat, wunderbar, aber letztlich braucht man sie nicht wirklich. Das ist das Sonoanatomiebild, das Sie sich einstellen sollten. Als Leitstruktur dient Ihnen die Arteria thoracoacromialis. Die Arteria thoracoacromialis befindet sich zwischen dem Pectoralis major, den Sie hier sehen, und dem Pectoralis minor und ist wirklich Ihre anatomische Leitstruktur, um die richtige Struktur zu finden. Sie sehen hier unten drunter den Serratus und hier die Pleura. Wir befinden uns hier zwischen der dritten und der vierten Rippe. Die Nadelstichrichtung für den PEX-1-Block bei der In-Plane-Technik ist so, dass Sie tatsächlich auf die Arterie oder die Faszienschicht zwischen Major und Minor zustechen und das Lokalanästhetikum zwischen die beiden Faszien injizieren. Sie brauchen nicht ein zweites Mal einstechen für den PEX-2-Block, sondern können die Nadel tatsächlich nur einfach steiler anstellen und zwischen Pectoralis minor und Serratus das Lokalanästhetikum applizieren. Hier nochmal, weil es so wichtig ist, die nervale Innervation, der Nervus supraclavicularis, der durch den PEX-1 teilweise abgedeckt wird, Nervus pectoralis medialis und lateralis, die zur Brust ziehen, der Nervus thoracodorsalis, der Nervus thoracicus longus, wichtig, auch wenn die Chirurgie in die Axilla geht, und die lateralen und anterioren Kutanäste des Plexus brachialis. Hier nochmal aufgeklappt, Sie sehen auch hier nochmal die Nerven und vor allem die Leitstruktur der Arteria thoracoacromialis, die Sie idealerweise finden sollten, um
die richtige Sonoranatomie zu sehen. Wenn Sie jetzt den Schallkopf aufsetzen und den sollten Sie medioklavikular aufsetzen, dann sehen Sie in der Regel das Bild, die Arterie eher selten, aber die Vene sehen Sie in der, hier sehen Sie tatsächlich beide, aber hier ist die Vene. Wenn Sie jetzt mit dem Schallkopf nach laterokaudal fahren, sehen Sie die zweite Rippe und die dritte Rippe, oben den Pectoralis major, die Faszienschicht, den Pectoralis minor und hier unten imponiert die Pleura als sehr helle Struktur. Hier sehen Sie schon die Arterie ins Bild kommen, thoracoacromialis, Sie sehen sie pulsieren. Sie sind jetzt hier bei der dritten Rippe, hier bei der vierten Rippe unten wieder die Pleura um den Pectoralis major und den Pectoralis minor. Das ist die Einstellung für den PEX-1-Block, den die Kollegen jetzt hier auch gleich durchführen werden, nicht an der Frau, sondern an einem männlichen Modell. Die Nadel kommt von links oben, die ist am Anfang relativ in diesem Video schwer zu erkennen, wahrscheinlich nicht ultraschalloptimiert, und sehen jetzt hier, wie das Lokalanästhetikum appliziert wird und die Arteria thoracoacromialis umfließt. Und Sie sehen auch sehr schön, wie hier die Faszienschichten zwischen Major und Minor auseinanderweichen. Das ist das Bild, was man gerne sehen möchte. Ohne neu einzustechen, wird die Nadel jetzt etwas steiler geführt und geht in die Faszienschicht zwischen Pectoralis minor und Serratus. Und auch hier sehen Sie, wie beim Spritzen des Lokalanästhetikums die Muskelbäuche auseinandergehen und das Lokalanästhetikum in der Faszienschicht sich anreichert. Das ist ein Bild, was ich oder ein Video, was ich Ihnen auch gerne nochmal zeigen möchte, was das Ganze nochmal etwas schematischer zeigt. Sie sehen links, wie der Schallkopf von medioklavikular nach laterokaudal fährt. Sie sehen hier oben in dem Bild die Vene. Sie sehen die dritte und die vierte Rippe. Sie sehen den Pectoralis major und minor und hier auch den Serratus ansetzen. Jetzt das Ganze nochmal umgekehrt im bewegten Ultraschallbild. Sie fahren wieder mit dem Schallkopf von medioklavikular gleich nach laterokaudal. Das hier ist sicherlich nicht die Arterie, sondern eher die Vene. Sehen hier schon den Pectoralis major, sehen hier auch schon die dritte Rippe, können auch gut differenzieren zwischen major und minor. Fahren weiter nach laterokaudal. Hier ist die Arterie nicht so schön zu sehen, obwohl die Kollegen es hier eingezeichnet haben. Das ist übrigens eine Tatsache, die wir in der Praxis auch häufig erleben, dass man nicht immer die Arterie identifizieren kann. Aber wenn Sie so ein Bild haben, dann haben Sie hier ein wunderschönes Ultraschallbild, wo Sie den Pectoralis major vom minor unterscheiden können und den Ansatz des Serratus, die Rippe und hier unten die Pleura. Das sind so ein paar PEX-Tipps, die habe ich nicht erfunden, die habe ich auch aus der Literatur. Ich habe sie Ihnen nur übersetzt. Manchmal bei schwierigen anatomischen Verhältnissen empfiehlt es sich, zuerst den PEX 2 und danach den PEX 1 zu stechen. Also umgekehrt wie in dem Video, das Sie gerade gesehen haben. Denn oftmals ist es so, dass man durch die PEX 1-Blockade sich die Ultraschallverhältnisse doch etwas verschlechtert. Wenn ein bisschen Luft dazu kommt, die schallauslöschend ist, oder allein durch die Verdrängung des Gewebes durch das Lokalanästhetikum, kann ich hinterher schlechtere Bedingungen haben. Bei so einem Sonoanatomiebild oder so einem Ultraschallbild, wie wir es eben im Video gesehen haben, brauche ich mir da keine Gedanken machen. Aber so ist es eben nicht immer. Man hat eben doch mal Patientinnen, die 100 Kilo plus haben, und da sind die Schallbedingungen eben nicht ganz so gut. Dann eben zuerst den PEX 2 stechen, denn der PEX 2 deckt eben auch die nervale Innervation des PEX 1 mit ab. Wenn Sie Sichtverlust auf die Rippen haben, dann empfiehlt es sich, den Schallkopf einfach mal zu kippen oder weiter nach median zu verschieben. Oftmals verbessert sich dadurch das Ultraschallbild entscheidend. Das ist die empfohlene Dosierung. 10 Milliliter für den PEX 1, 20 für den PEX 2. So machen wir es auch. Ich glaube, dass 0,2 oder 0,375-prozentiges Ropivacain eine gute Dosierung ist für den PEX-Block. Wir
Pumps, das hat sich etabliert von Anfang an, immer mit ein bisschen Prilocain gemischt. Das muss man nicht tun, aber zwischen 0,2 und 0,375 ist, glaube ich, eine gute Dosierung, mit der Sie eine gute Blockade erreichen. Was nicht ganz so selten vorkommt, wenn Sie adipöse Patientinnen haben, dann und auch schlechte Sichtverhältnisse im Ultraschall, dann kann man erwägen, bei der PEX-Blockade eben Nadelkontakt mit der vierten Rippe zu suchen und das lokale Anästhetikum zu injizieren. Dann injiziert man das unter den Muskulatus und dann hat man sowas wie einen hohen Serratus Plane Block. Und dieser Serratus Plane Block, der hat denselben Effekt wie der PEX-2-Block. Zumindest zeigt sich das in der Praxis. Also mit dieser Technik macht man sich das Leben manchmal leichter. Und der Blockadeerfolg ist der gleiche. Das ist eine Übersichtsarbeit, die Herr Steinfeld aus Frankfurt publiziert hat. Das ist eine sehr schöne Übersichtsarbeit, publiziert im Anästhesisten im Dezember 2020. Eine Übersicht über alle peripheren Rumpfwandblockaden. Und in der Übersichtsarbeit haben sich die Kollegen die Mühe gemacht, auch diese Blockaden nochmal zu bewerten. Also wer sich eine Übersicht verschaffen will, was es alles gibt. Es gibt ja nicht nur die PEX-Blockaden, es gibt eine ganze Reihe mehr Blockaden, die ja auch in der Webinarreihe hier schon vorgestellt wurden. Da kann man sich mit dieser Arbeit einen schönen Überblick verschaffen. In dieser Arbeit sind auch ein paar Bilder, die habe ich hier mal mit reingenommen, für den PEX-1 und den PEX-2-Block. Das soll jetzt überhaupt keine Kritik sein an den Autoren, denn die Autoren verfügen über eine unglaubliche Erfahrung in der Regionalanästhesie. Das kann man jetzt nicht von jedem Anwender behaupten. Ich würde das auch für uns nicht in Anspruch nehmen. Hier wird von lateral gestochen. Ich würde tatsächlich empfehlen, denn ich bin ein Verfechter dessen, dass man sich das Leben wirklich leicht machen soll, vor allem wenn man Regionalanästhesie macht. Ich würde nicht von lateral, sondern ich würde von medial stechen und idealerweise eine Linie bilden zwischen der Anästhesistin, der Nadel, dem Schallkopf und ihrem Ultraschallgerät, sodass Sie wirklich, wenn Sie in-plane stechen, auch eine gute Kontrolle der Nadel zum Ultraschallkopf haben. Wenn Sie das machen, das sieht dann so aus, aus der Sicht des Anwenders. Sie führen die Nadel in Plane zum Schallkopf und können direkt auf dem Ultraschallgerät sehen, wo sie sind. Man sieht hier auch relativ schön im Ultraschallbild die dritte Rippe, die vierte Rippe, die Pleura. Man kann es erkennen, die Nadel kommt von links oben. Also sie haben eine gute Nadelkontrolle. Aber das nur als Anregung. Selbstverständlich geht es auch von lateral. Aber da muss man schon über eine gewisse Erfahrung verfügen, um das so durchführen zu können. Einfacher geht sicherlich von mir. Ich kann Ihnen ein paar Studien leider nicht ersparen. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe Meta-Analysen, die eben untersucht haben, die Effektstärke des PEX-Blocks in der Mammachirurgie. Und darum geht es ja. Wir haben ja anfänglich die Frage gestellt, macht Regionalanästhesie in der Mammachirurgie überhaupt Sinn bei so niedrigen postoperativen Schmerz? Levels. Und diese Studie, publiziert 2020 im Journal of Clinical Anesthesia, die untersucht eben den PEX-Block im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne PEX-Block in Bezug auf den postoperativen Schmerz. Und Sie kennen diese Forest-Plots, in dem die Raute eben bezeichnet, welches Verfahren denn favorisiert ist nach Einbringung aller in die Meta-Analyse eingeschlossenen Studien. Und Sie sehen einen klaren Effektvorteil für die PEX-Blockade in Bezug auf den postoperativen Schmerz. Sprich, die Patientinnen, die ein Regionalanästhesieverfahren haben, in dem Fall eben eine Fast-in-Schichten-Blockade, haben signifikant weniger Schmerzen als Patienten, die dieses Verfahren eben nicht bekommen haben. Eine weitere Meta-Analyse, ganz druckfrisch, Clinical Journal of Pain, 2021 publiziert. Ich habe jetzt mal einen anderen Endpunkt rausgegriffen, nämlich den postoperativen Opiatverbrauch. Und auch hier sehen Sie, dass die PEX-Blockade in Bezug auf den postoperativen Opiatverbrauch
benefitär ist. Die Patienten brauchen deutlich weniger postoperative Analgetika, wenn sie einen PEX-Block erhalten haben. Und die letzte Meta-Analyse, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, die dreht sich eher so um das postoperative Befinden. Und ich habe jetzt mal die PONV-Inzidenz rausgegriffen. Auch hier ist es so, dass Patientinnen, die einen PEX-Block bekommen haben oder eine Paravertebralblockade, das ist in dieser Studie beides untersucht worden, haben eine deutlich niedrigere Inzidenz von PONV postoperativ als Patienten, die eben kein Regionalanästhesieverfahren haben. Hier schneidet die Raute ein bisschen die Mittellinie, sodass man das für den Paravertebralblock nicht ganz in Anspruch nehmen kann, wohl aber für die Brustwandblockade. Und diese Studie ist eigentlich die deutschsprachige Studie, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, aus Homburg von Frau Kubulus publiziert, der PEX-Block in der Brustchirurgie. Die Kollegen haben 60 unselektierte Patientinnen zur brusterhaltenden Therapie mit Sentinel Node mit Larynxmaske und Tiva untersucht, 30 mit PEX-Block. Und zwar haben sie 30 Milliliter Carbo 0375 plus Clonidin genommen im Vergleich mit 30 Patientinnen ohne. PEX-Block-Endpunkt waren perioperativer Opiatverbrauch, postoperativer Schmerz, Nebenwirkung der Schmerztherapie und postoperative Beeinträchtigungen, die sie mit dem Pain-Out-Bogen erhoben haben. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann sind die zwar alle, wie Sie hier hinten sehen, signifikant, aber wenn Sie den intraoperativen Ultiva- oder Remifentanil-Verbrauch anschauen, dann verbraucht die PEX-Gruppe zwar weniger, 0,2 im Vergleich zu 0,28 in der Kontrollgruppe. Da stellt sich schon wieder die Frage nach der Effektstärke dieses Verfahrens, den postoperativen Opiatverbrauch. Drei Patientinnen in der PEX-Gruppe haben postoperativ im Aufwachraum Dipidolor gebraucht, während 10 Patientinnen in der Kontrollgruppe Dipi bekommen haben. Und der postoperative Schmerz war in der PEX-Gruppe bei 2,4 und in der Kontrollgruppe bei 3,7. Auch das würde jetzt eher die Kritiker wieder auf den Plan rufen, die sagen, was soll denn das Ganze? Der Aufwand ist viel zu groß, der Effekt viel zu klein dafür. Wenn Sie jetzt aber mal schauen, wie die postoperativen schmerzbedingten Beeinträchtigungen sich verhalten, Sie haben hier die Patientin mit PEX-Block in Blau, die ohne PEX-Block in Orange. Und Sie sehen, dass die Patientinnen mit dem PEX-Block doch deutlich besser hinterher durchschnaufen konnten. Sie haben viel besser geschlafen. Sie konnten sich besser im Bett und außerhalb des Bettes, das ist wirklich hochsignifikant, bewegen. Also den Patientinnen geht es hinterher einfach deutlich besser. Und deswegen schlussfolgern die Kollegen auch, die PEX-2-Blockade sollte zum Standard in der brusterhaltenden Therapie des Mammakarzinoms gehören. Indikationen für den PEX-Block, für den PEX-1-Block sind Operationen im Bereich oberhalb des Musculus pectoralis major, aber eben auch zum Beispiel Schrittmacher oder AECD-Implantationen, Portkatheteranlagen. Wir haben das zugegebenermaßen noch nie probiert, aber es wäre eine regionalanästhesiologische Möglichkeit für diese Verfahren, das zu machen. Wobei auch hier gibt es keine zwingende Notwendigkeit, denn in lokaler geht es auch wunderbar und ein bisschen Analgosedierung, wenn überhaupt die Anästhesie bei Portanlagen oder Schrittmacherimplantationen mit dabei ist. Der PEX-2-Block ist indiziert eben bei Operationen im Bereich des Musculus pectoralis major, vor allem eben, wenn die Axilla mit beteiligt ist und bei Mastektomien. Sodass sich die PEX-Blockade als additives, und so wird es auch beschrieben und propagiert, Regionalanästhesieverfahren zur Allgemeinanästhesie in der Mammachirurgie anbietet. Wie kontrollieren wir unseren Effekt? Unsere Patientinnen bekommen alle im Aufwachraum einen Pain-Out-Bogen, den sie dann auf der Station ausfüllen dürfen, der dann als Rückläufer zu uns zurückkommt. Den kennen Sie vielleicht, das ist ein vierseitiger Bogen, in dem die Patientinnen eben eintragen, wie es ihnen nach der Operation ging. Da werden eben Fragen zur maximalen Schmerzintensität gestellt, zum geringsten Schmerz, wie häufig der Schmerz aufgetreten ist, wie aktiv sie waren, wie sie atmen konnten. Das ist das, was die Studie eben auch von Frau Kubulus erhoben hat. Und damit hat man eigentlich ein sehr schönes Bild über die Qualität der Blockade.
Wir haben jetzt seit Oktober 19 ca. 1200 PEX-Blockaden in der Mammachirurgie durchgeführt. Allerdings haben wir es pandemiebedingt bislang nicht geschafft, diese Pain-Out-Bögen auszuwerten, sodass ich Ihnen da leider keine Zahlen präsentieren kann. Wir haben, aber das ist natürlich anekdotisch, ein sehr positives Feedback der Patientinnen bei der postoperativen Visite. Wir haben ein sehr positives Feedback von den Pflegenden auf der Normalstation, die sagen, im Vergleich zu früher viel, viel besser, gar kein Vergleich. Wir haben eine sehr positive Rückmeldung von den Zuweisern. Wir haben dieses Verfahren mal vorgestellt auf einem gynäkologischen Kongress und seither können wir uns vor Patientinnen kaum retten. Also die Zuweiser sind durchaus angetan von dieser zusätzlichen Möglichkeit und die Patientenzufriedenheit scheint uns da recht zu geben. Bislang haben wir keine Auswertung bezüglich Postmastektomie-Pain-Syndrom. Also auch da müsste man einfach mal nachhalten, aber uns fehlt schlichtweg die Zeit im Moment. Vielleicht kann ich es irgendwann mal nachreichen. So, Sie sind jetzt nicht in einem anderen Vortrag. Das ist Barbara Cartland, den kennen die einen oder anderen vielleicht, ist wohl die bekannteste britische Autorin des 20. Jahrhunderts, was Liebesromane angeht. Und viele ihrer Romane sind auch verfilmt worden, wie zum Beispiel Wagnis der Liebe oder Duell der Leidenschaften. Und Barbara Cartland hat mal den Spruch getan, don't have a general anesthetic once you're 50, you'll wipe out a quarter of your brain. Was hat das jetzt mit der PEX-Blockade zu tun? Ich werde es Ihnen gleich sagen. Der Einfluss der Narkosetechnik, ob jetzt Allgemeinanästhesie oder Regionalanästhesie, TIVA oder balanciert, des Anästhetikums und so weiter auf Delir oder POCT-Inzidenz, wird ja nach wie vor kontrovers diskutiert. Sehr wahrscheinlich ist es eben nicht die Narkose, die die Patienten verwirrt, sondern es ist letztlich der operative Eingriff, der eine proinflammatorische Reaktion mit Ausschüttung von Mediatoren, zellulärer Aktivation zur Folge hat. Und diese inflammatorischen Mediatoren, IL-8, TNF-alpha zum Beispiel, rufen eben ein postoperatives kognitives Defizit zurück, sodass man sagen kann, die wahrscheinlichste Ursache eines POCDs ist wahrscheinlich die Neuroinflammation im Rahmen einer perioperativen Stressantwort auf das chirurgische Trauma. Nichtsdestotrotz, und das kennen Sie alle, begegnen Ihnen immer wieder Patienten in der Prämedikationsambulanz, die eben Angst vor der Narkose haben, vor allem ältere Patienten, Angst, dass sie nach dem Eingriff eben delirant, verwirrt sind oder ihr Gedächtnis nicht mehr so funktioniert. Da können Sie mit Engelszungen reden, das wird man auch nicht aus den Leuten rausbekommen. Die Angst besteht einfach. Und es gibt dementsprechend eine ganze Reihe Patienten, die auch eine Narkose aus diesen Gründen ablehnen oder eben fragen, ob es nicht auch alternative Möglichkeiten gibt, ohne eine Narkose so einen Eingriff durchzuführen. Und auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe kardiovaskulär schwerst vorerkrankter Patientinnen, wo man auch von unserer Seite sagen würde, also es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn man diese Patientinnen regionalanästhesiologisch führen könnte, ohne jetzt tatsächlich eine Vollnarkose durchzuführen, mit einem doch deutlich erhöhten Risiko. Und wenn man sich anguckt, was wir wissen über POCD, Delir schränkt natürlich die Kognition nachhaltig ein. Je länger das Delir, desto höher ist die Sterblichkeit. Ein POD kann wahrscheinlich auch in eine postoperative kognitive Dysfunktion übergehen. Und tiefer sedierte Patienten haben eine höhere Mortalität. Und entscheidend für uns Risikofaktoren sind ein fehlendes Neuromonitoring bis unter 30 oder präoperative kognitive Einschränkungen wie Alter, Vorerkrankung, Angst, Unruhe, aber eben auch Schmerz. Auch Schmerz kann dazu beitragen, wie eine zu tiefe Narkose, viel Opiate oder Benzodiazepine bei älteren Patienten. Wenn man in die Literatur guckt und mal PubMed durchwühlt, und ich habe mir die Mühe mal gemacht, ich bin allerdings nur auf 3 Case Reports gestoßen. Vielleicht gibt es mehr, die mir jetzt durchgegangen sind, aber 3 habe ich gefunden, die ich Ihnen hier auch mal aufgeführt habe. 3 Case Reports
von mammachirurgischen Eingriffen in alleiniger PEX-Blockade mit Analgosidierung dabei. Der erste Fall von einer 49-jährigen Patientin mit invasivem Duktuskarzinom, die eben von sich aus eine Vollnarkose abgelehnt hat, hat einen PEX 1 zu 2 Block gekriegt und ist mit Dexmedetomidin sediert worden. So, mit Erfolg. Der zweite Case Report kommt aus Spanien. Die Spanier sind überhaupt sehr rege auf diesem Gebiet. Eine 56-jährige Patientin zur Quadrantenresektion mit Sentinel Node, multiples vorerkrankt, ASA 4, BMI 31. Dafür ist mein Spanisch auch zu schlecht, die sehr wahrscheinlich, wenn ich es aus der Studie richtig rauslese, sogar ohne Sedierung operiert wurde. Und ganz neu erschien jetzt Dezember 21 noch ein Fallreport über eine 60-jährige Patientin, auch mit invasivem Duktuskarzinom zur Mastektomie mit einem hohen kardiovaskulären Risiko. Da haben die Kollegen allerdings den PEX-2-Block noch mit einem pektointerkostalen Faszienblock und einem supraklavikulären Block kombiniert. Die Patientin hat dann interoperativ noch 005 Fenta gekriegt und vom Operateur nochmal 10 Milliliter Lidocain 1%ig als lokale nachgespritzt bekommen. Und damit haben sie diese Patientin auch gut durch die Operation geführt, ohne eine Vollnarkose machen zu müssen. Dementsprechend würde ich Ihnen gerne mal ein Fallbeispiel aus unserer Klinik vorstellen. Auch wir haben immer wieder Patientinnen. Da wird auch schon von den Operateuren der Wunsch an uns herangetragen, ob der Eingriff nicht doch auch ohne Narkose geht, weil eben Bedenken von Patientenseite geäußert wurden. Ich glaube, dass wir sehr sicher auch bei Risikopatienten Narkose machen können. Aber wenn die Patientin tatsächlich rigoros eine Vollnarkose ablehnt, dann besteht schon manchmal die Indikation, bei einem Mama-CA sich da auch Gedanken zu machen. Das ist ein Fall von einer 81-jährigen Patientin mit Mama-CA und duktalem Karzinoma in situ links, 1,60 groß, 49 Kilo, die schon eine Brust-OP hatte und nach der Brust-OP auch ein schweres postoperatives Delir. Verdacht auf frontotemporale Demenz, Colitis ulcerosa, Zustand nach Cholezystektomie und Hysterektomie. Und sie hatte eben eine BET links und sollte jetzt nachresiziert werden und wollte auf keinen Fall nochmal eine Narkose haben, weil sie das so in furchtbarer Erinnerung hatte, dieses postoperative Delir. Die Patientin hat, Sie sehen es, keine medikamentöse Prämedikation von uns erhalten. Wir haben eine PEX 1 und PEX 2 Blockade gemacht. Dafür hat sie zur Anlage 01 Fenta bekommen, ein bisschen Sauerstoff. Und das ist das Ultraschallbild, das sich uns gezeigt hat. Sie sehen hier wieder den Pectoralis Major, die Arteria thoracoacromialis, Pectoralis minus, Minor und den Serratus, hier wieder die Pleura. Ganz hell imponierend. Und das sind jetzt eigene Aufnahmen. Bitte haben Sie ein bisschen Nachsicht. Das ist halt jetzt nicht so professionell wie von Lyosora, aber Sie können, glaube ich, ganz gut erkennen, die Nadel und wie das Lokalanästhetikum eben in die Faszienschicht infiltriert wird. Sie sehen, wie die Muskelbäuche auseinandergehen aus derselben Stichrichtung, dann Richtung Serratus. Und hier wird das Lokal, hier endet das Video leider, aber hier wird dann das Lokalanästhetikum zwischen Pectoralis Minor und Major gespritzt. Was man sehr schön sieht, ist übrigens in der Inplane-Technik, finde ich, die Nadel. Wenn die Ultraschall optimiert ist, hat man in der Inplane-Technik beim PEX-Block eigentlich eine sehr gute Nadelsicht. Ich habe es gerade schon gesagt, zur Anlage hat sie 0,1 Fenta gehabt. Den PEX-Block haben wir mit den PEX 1 mit 10 Milliliter Lokalanästhetikum gespritzt, damals noch eine Mischung aus Prilocain 1%ig mit Ropi 0,75%ig und den PEX 2 Block wie empfohlen mit 20 Milliliter. Auch hier selbe Mischungsverhältnis. Intraoperativ hat die Patientin ein bisschen Ultiva gekriegt. Das lief mit 0,2 und am Gegenende der OP auch noch ein Gramm Metamizol. Die Eingriffe sind schon groß, wenn Sie sich das angucken, was hier operiert wird, auch in alleiniger PEX-Blockade, dann sind das schon große Eingriffe, die dann mammachirurgisch durchgeführt werden. Und ohne einen sitzenden Block würde das so nicht funktionieren, ohne Narkose. Wenn Sie sich die Patientenkurve hinterher angucken, das ist unsere
Ausdruck aus unserem PDMS. Die Patientin hat eben eine Nachresektion gekriegt. Sehen Sie hier auch Mitnahme der Mamille, links in Lokalanästhesie, schreiben die hier in Klammer pectoralis Block. Das ist der Eintrag der postoperativen Visite, Patientin wach, kooperativ, suffiziente Spontanatmung, Kreislauf stabil, schmerzfrei, kein PONV. Die Erhebung des Schmerzscores, postoperativ im Aufwachraum 0, 0, 0, 0. Irgendwann kamen dann mal Schmerzen, als wahrscheinlich der PEX-Block nachgelassen hat. Das sehen Sie hier. Da hat sie dann 30 Tropfen Novalgin bekommen und war dann wieder beim Schmerzniveau von 0. Und auch in der weiteren Anordnung findet sich nur noch einmal 1 Gramm Novalgin. Die Patientin ist also ziemlich komplikationslos durch diese Prozedur gegangen. Mit Genehmigung der Patientin zeige ich Ihnen mal hier dieses Bild, wie sowas aussieht. Patientinnen haben natürlich Sauerstoff drauf. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier unsere qualitative CO2-Messung, die wir in die Maske integriert haben, bis Monitoring drauf. Und dann wird so ein kleines Zelt gebaut, damit die Patientin keine Platzangst bekommen. So sah die Patientin hinterher im Aufwachraum aus. Ganz glücklich auch mit Ihrer Genehmigung darf ich Ihnen das Bild zeigen. Bislang haben wir 18 mammachirurgische Eingriffe in alleiniger PEX-Blockade ohne Allgemeinanästhesie mit, ich habe jetzt Analgo in Klammer geschrieben, Sedierung durchgeführt. In Klammer deswegen, weil hier bei der Patientin hatten wir zwar Remifentanil laufen, wenn der Block aber gut sitzt, dann geht es auch wunderbar mit Dexmedetomidin. Also das ist eine gute Alternative, wenn man nicht zusätzlich Analgesie braucht. Alle diese Narkosen waren bislang komplikationslos und leider werden Sie die Daten nicht finden im Netz, weil wir sie noch nicht publiziert haben. Auch hier fehlt uns schlichtweg momentan Zeit, uns mal dran zu setzen, auch wenn ich weiß, dass das was ist, was, glaube ich, die Fachwelt doch interessieren würde, als kumulativen Case Report mal zu publizieren. Aber ich hoffe ja, dass es besser wird, sodass ich ein Fazit ziehen kann. Die chirurgische Therapie des Mammakarzinoms geht eben mit relevanten postoperativen Schmerzen einher, auch wenn die nicht sehr stark sind. Was aber viel wichtiger ist in dem Zusammenhang, und ich habe es Ihnen gerade ausgeführt, sie gehen eben mit einem großen Risiko für die Entwicklung chronischer Schmerzen einher. Das Postmastektomie-Pain-Syndrom ist eben mit dauerhaften Schmerzen und Funktionseinschränkungen verbunden. Und akuter postoperativer Schmerz ist eben ein starker Prädiktor für eine Chronifizierung. Die effektivste Prävention dieser starken postoperativen Schmerzen, und jede Patientin ist da unterschiedlich, nicht jede hat nur ein mediales Schmerzniveau von 3, es gibt auch durchaus Patientinnen, die haben stärkere Schmerzen. Die effektivste Prävention stellt eben die Regionalanästhesie dar. Und mit der Brustwandblockade, mit dem PEX-1 und PEX-2-Block, haben wir eine wirklich leicht durchführbare, risikoarme, ultraschallgesteuerte Technik, eine Faszienschichtenblockade. Die hat sicherlich in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, ob Sie die jetzt mit oder in Ausnahmefällen auch mal ohne Allgemeinanästhesie durchführen. Und diese Blockaden haben sicherlich das Potenzial, den neuen anästhesiologischen Standard in der Mammachirurgie darzustellen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. So, jetzt sehe ich auch, dass schon eine ganze Reihe Fragen reingekommen sind. Muss ich wahrscheinlich mal meine Brille aufsetzen, um die überhaupt lesen zu können. Also, es wird gefragt, führen Sie in der Mammachirurgie in reiner Regionalanästhesie durch? Wenn ja, Erfolgsrate? Ich glaube, das habe ich gerade schon beantwortet. Ja, das tun wir. Wir führen Eingriffe in reiner Regionalanästhesie durch. Die Erfolgsrate ist bislang, toi, 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 100%. Wir mussten bei keiner einzigen Operation konvertieren auf eine Vollnarkose. Das ging so, bei
vielleicht der Hälfte der Patientin supportiv mit ein bisschen Ultiva, was sich anbietet, wenn der mammachirurgische Eingriff in die mediale Hälfte der Brust geht. Wenn sie im äußeren Quadranten bleiben, dann reicht in der Regel die PEX-Blockade aus und dann kann man auch die Patientin mit Dexmedetomidin abdecken. So, was haben wir noch an Fragen? Ist es sinnvoll, für weiter medial durchgeführte Mammachirurgie parasternal, subkutan und Teile von C4 interskalinär zu blockieren und damit eine reine Regionalanästhesie zu ermöglichen? Ja, das kann man sicherlich tun. Auch wir sind natürlich, wenn Sie solche Eingriffe durchführen, in alleiniger Regionalanästhesie, muss man natürlich in engem Kontakt mit dem Chirurgen kommuniziert werden. Es kann sein, dass bei so einem Eingriff, wenn es eben weiter nach dem Median geht, die Patientin dann doch Schmerzen beklagen. Entweder spritzt dann der Operateur da noch ein bisschen lokale nach. In der Regel geht es gut, wenn man da eng miteinander kommuniziert. Oder man macht es eben von vornherein. Also man kann natürlich, könnte theoretisch auch weiter oben von C4 interskalinär versuchen zu blockieren. Mir fehlt da die Erfahrung. Ich kann dazu nichts sagen. Ich denke, es geht. Man muss allerdings bedenken, es wird immer aufwendiger. Also es ist ja schon so, dass Sie jetzt ein Verfahren, ein regionalanästhesiologisches Verfahren etablieren, was durchaus Zeit kostet. Zeit ist ein Faktor im OP, das wissen Sie alle. Und je aufwendiger die präoperativen Prozeduren werden, desto schwieriger wird es auch zu rechtfertigen. Deswegen kann man sicherlich machen, aber es muss machbar bleiben. Und ich glaube, dass wir mit dieser wirklich einfach in 5 Minuten durchführbaren Brustwandblockade ein Verfahren haben, was eben zeitsparend effektiv durchführbar ist. Und alles, was nicht blockiert ist, wenn es weiter nach medial geht, denke ich mal, kann der Operateur relativ gut mit lokaler abdecken. So, ich gucke mal weiter in die Fragen rein. Wann ist eine Serratus-Plane-Blockade zusätzlich mit PEX-1-2-Blockade nötig? Erfahrungen mit kontinuierlicher PEX-2-Katheter, wann gibt es Indikationen? Ja, selbstverständlich bietet sich dieses Verfahren auch für Kathetertechniken an. Aber auch da, muss ich sagen, fehlt uns bislang die Erfahrung. Zwar noch nicht nötig, weil in der Regel die postoperativen Schmerzen nicht so stark sind, dass die Patienten über längere Zeit ein kontinuierliches Analgesieverfahren brauchen über Katheter. In der Regel reicht es, wenn Sie die Patientin blockieren mit einer fasten Schichtenblockade. Was Sie machen können, sind Zusätze zum Lokalanästhetikum, damit der Block länger hält, ob das jetzt in Form von Clonidin, Dexmedetomidin oder Dexamethason ist, funktioniert wohl alles. Und damit verlängern Sie die Blockadedauer Ihres Blocks. Wenn der Block abklingt, sind die Patientinnen in der Regel über diesen Peak, den postoperativen Schmerzpeak, schon weg und brauchen in der Regel keine weitere regionalanästhesiologische Abdeckung, sprich Kathetertechnik kann man machen, bietet sich auch an. Halte ich ehrlich gesagt für nicht notwendig. Vielleicht gibt es eine andere Meinung. Aber ich halte es tatsächlich auch nicht mit den Erfahrungen, die wir jetzt bei über 1000 Patientinnen gemacht haben, tatsächlich für nicht notwendig. So, ich gehe mal weiter in der Liste. Die wird immer länger. Nutzen Sie die PEX-Blockaden auch für rekonstruktive Eingriffe, DEEP oder TRAM? Ja, das funktioniert, das kann man tun. Wir nutzen sie aus anderen Gründen im Moment nicht für den DEEP, weil das sind abrechnungstechnische Gründe, das darf ich gar nicht laut sagen, aber es sind abrechnungstechnische Gründe, aus denen wir momentan eben nur die Frauenklinik mit der Regionalanästhesie bedienen. Unser plastischer Chirurg ist ein Belegarzt, hat eine etwas Sonderstellung. Dem haben wir das Ganze schon mal vorgestellt, haben auch schon mal bei ein paar seiner Eingriffe einen PEX-Block gemacht. Allerdings ist es nicht regelhaft. Also da muss ich auch manchmal ankreuzen. Nicht nie, aber nur manchmal. Es wird nicht regelhaft gemacht, aber es funktioniert natürlich gut.
Es funktioniert gut. In der Regel sind es junge Patientinnen, die einen Deep oder einen Tram kriegen, Flap kriegen, und die würden meiner Meinung schon davon profitieren, auch wenn sie gesehen haben in dieser Folie von Herrn Gerbershagen, dass auch hier die postoperativen Schmerzlevel alle noch im Rahmen bleiben. Nächste Frage. Welche Konzentration Ropivacain benutzen Sie bei PEX-Blockaden? Ja, ich durfte neulich ein schönes Webinar auch mit Herrn Steinfeld anschauen, der analog zu mir, glaube ich, gesagt hat, dass Ropi 0,2 oder 0,375%, glaube ich, eine gute Dosierung ist. Mehr braucht man, glaube ich, nicht. Wenn Sie das Ganze mischen, wie wir jetzt mit Prilocain, kommt man auch bei 0,375% raus. Ich glaube, das ist eine gute Konzentration für das Lokalanästhetikum. Über welche Nebenwirkungen muss ich aufklären? Wie häufig kommen schwere Nebenwirkungen, zum Beispiel Pneumothorax, vor? Ja, Sie müssen beim PEX-Block auf den Pneumothorax aufklären, das ist richtig. Das ist, wäre eine typische Komplikation des Verfahrens. Kommt meiner Meinung nach, wenn man den PEX-Block sorgfältig durchführt, so gut wie nicht vor. Wir haben auch jetzt nach über 2,5 Jahren und über 1200 PEX-Blockaden nicht einen einzigen Pneumothorax gehabt. Sie sehen die Nadel in ganzer Länge ja zu jeder Zeit. Und wenn Sie Nadelspitzenkontrolle haben bei der In-Plane-Technik, dann ist es schon echt schwierig, im Knäuel zu stechen. Ja, Sie müssen Ihre Leitstrukturen im Bild haben. Sie haben ja immer den Schutz durch die dritte und die vierte Rippe. Und wenn Sie die vierte Rippe als Leitstruktur nehmen, auch bei schwierigen Verhältnissen und mit der Nadel Knochenkontakt zur vierten Rippe suchen, dann werden Sie nicht in die Nähe der Pleura kommen und das Lokalanästhetikum unter den Serratus injizieren. Da passiert in der Regel nichts. Und wir bringen den PEX-Block wirklich allen unseren Mitarbeitern bei, auch schon nach ganz kurzer Zeit. Die Lernkurven, die wir sehen, sind extrem steil. Die Mitarbeiter können schon nach kurzer Zeit die Blöcke in Eigenregie durchführen. Da stehe ich oder mein Oberarzt nur noch dabei und guckt, ob das passt. Aber das ist so eine leicht zu erlernende Technik und in der In-Plane-Technik eigentlich so sicher, dass ich glaube, dass schon viel zusammenkommen muss, wenn mal ein Knäuel passiert. Also wir haben toi 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 noch keinen gesehen, aber selbstverständlich muss man auf Knäuel aufklären. Nächste Frage. Kann man Mama-Abszesse nur mit Blockaden als Monoverfahren operieren? Kommt ein bisschen, glaube ich, darauf an, wo der Abszess sitzt. Und kann ich aus unserer Erfahrung nicht wirklich beantworten, die Frage. Wir haben bei Mama-Abszess, wenn wir denn einen hatten, in der Regel keinen PEX-Block gemacht. Es ist ja immer so, dass Lokalanästhetikum beim Abszess nicht so wahnsinnig gut wirken soll. Ich glaube, dass es funktioniert, aber als alleiniges Verfahren fehlt mir schlichtweg die Erfahrung, da muss ich passen. Ich glaube, dass es geht, aber vielleicht hat ja jemand anders aus dem Auditorium da mehr Erfahrung. Wie machen Sie das praktisch? Wer legt wann den PEX-Block? Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Wir machen so, dass wir die Patienten einleiten und kriegen in der Regel eine Larynxmaske, und unmittelbar nach der Einleitung wird der PEX-Block gestochen. Das heißt, noch in der Einleitung, im Einleitungsraum, wird der PEX-Block gestochen. In der Regel durch den Narkosearzt, der auch den Punkt vorher im Saal gemacht hat. Es ist nicht wahnsinnig zeitaufwendig. Also man braucht, wenn man ein bisschen Übung hat, für einen PEX-Block 5 Minuten. Ja, das kann auch mal länger dauern, gar keine Frage. Also bei schwierigen Verhältnissen kann es auch mal länger dauern. Aber in der Regel braucht man 5, maximal 10 Minuten, um den PEX-Block zu stechen. Das ist die Zeit, die wir haben, bis der Saal wieder gerichtet ist und wir wieder reinfahren können. Wir haben keine Verzögerung in der Saalbelegung durch die Anwendung des PEX-Blocks. Ideal ist es natürlich, wenn Sie jemanden haben, der das überlappen kann. Also dann spart man wirklich ein paar Minuten. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, der in der Einleitung überlappen kann, dann kann man das natürlich machen, wenn der andere Patient ausgeleitet oder aus dem Saal fährt und ausgeleitet wird.
einleiten und den PEX-Block stechen. Aber gestochen wird er in der Einleitung nach Narkoseeinleitung mit Narkose. Ah, hier die Frage beantwortet das gleich. Vielen lieben Dank. Wie lange dauert die Anlage bei Ihnen? Das glaube ich, habe ich gerade beantwortet. Natürlich muss man die Lernkurve in Betracht ziehen. Der PEX-Block, wenn wir ihn teachen, dauert natürlich länger. Wenn die Kollegen nach kurzer Zeit in der Lage sind, den eigenverantwortlich zu stechen, dann geht das alles ziemlich flott. Also wie gesagt, 5 bis maximal 10 Minuten und dann sind wir mit dem PEX-Block fertig. Wir haben allerdings auch Patientinnen, die einen beidseitigen PEX-Block bekommen. Dann dauert es entsprechend länger. Und die würde ich tatsächlich auch versuchen zu überlappen, denn sonst verzögert sich die Fahrt in den OP tatsächlich. Nächste Frage, führen Sie PEX-Blockaden auch beidseits durch? Ja, tun wir. Landen dann auch bei nicht ganz unerheblichen Lokalästhetikamengen. Allerdings habe ich da beim Ropivacain wenig Bedenken. Da ist die therapeutische Breite doch relativ hoch und Komplikationen durch zu hohe Lokalanästhetikadosen haben wir noch nie gesehen. Aber ja, wir führen auch PEX-Blockaden beidseits durch. Und viel wichtiger, wie haben Sie Ihre Operateure überzeugt? Ja, das ist eine schöne Frage. Wir haben dieses Verfahren vorgestellt auf einem Kongress unserer Kollegen oder durften dieses Verfahren vorstellen, nachdem wir die ersten Patientinnen in PEX-Blockade operiert haben. Und letztlich ist die treibende Kraft seitdem oder ganz am Anfang war es auch so, sind eher die Operateure gewesen. Die Operateure haben gesehen, wie gut es ihren Patientinnen hinterher ging. Also wir haben das, was in den Studien alles gezeigt wurde, auch bei uns in der Praxis gesehen. Die Patientinnen, denen ging es gut, vor allem die, die vorher schon mal operiert wurden und den direkten Vergleich hatten. Operation eben ohne PEX-Blockade und mit PEX-Blockade. Und letztlich haben uns mehr oder weniger auch die Operateure weiter motiviert, das Ganze beizubehalten und auszubauen. Inzwischen gehört es zum absoluten Standard der PEX-Block in der Mammachirurgie in unserem Haus und wir werden auch von den Operateuren inzwischen darauf angesprochen, wenn wir mal eine Patientin eben nicht für einen PEX-Block aufgeklärt haben und da wird dann wirklich kritisch hinterfragt, wieso die denn jetzt bitteschön keinen PEX-Block kriegt. Wenn es ein ganz kleiner Eingriff ist, also eine Mama-TE, dann machen wir keinen PEX-Block. Aber wenn es nach den Operateuren ginge, würden tatsächlich alle Patientinnen einen PEX-Block kriegen. Also es war nicht wirklich nötig, die Operateure zu überzeugen. Im Gegenteil, der Input kommt momentan jetzt eher von den Chirurgen. Lymphknotendissektion, wann ist der Serratus Anterior Block unbedingt notwendig? Ja, zusätzlich zum PEX-Block weiß ich gar nicht, ob er überhaupt notwendig ist. Ich würde sagen, wenn, dann entscheiden Sie sich entweder für den PEX-Block oder für den Serratus Anterior Block, den Serratus Plain Block, der ja ein bisschen weiter laterokaudal gestochen wird. Fehlt mir ein bisschen die Erfahrung. Bislang hat der PEX-Block immer gereicht, aber man könnte alternativ selbstverständlich auch den Serratus Plain Block stechen und hat damit natürlich auch eine gute Abdeckung Nervus thoracodorsalis und thoracicus longus, wenn es in die Axilla reingeht. Also ich glaube, dass das genauso gut funktioniert, aber es funktioniert eben auch mit dem PEX-2-Block. Ja, was haben wir noch? Ja, die nächste Frage geht in dieselbe Richtung. Es ist dieselbe Frage, wann macht eine Kombination mit dem Serratus Anterior Block Sinn? Ich glaube, wenn es tatsächlich wirklich ausgedehnte Operationen Richtung Axilla sind, dann kann man sich das überlegen, zu kombinieren. Allerdings muss man sich da auch überlegen, dass man, wenn man mit 3 Blöcken arbeitet, wobei den PEX 1, den können Sie dann auch gerne weglassen, aber PEX 2 plus Serratus Plain Block wäre eine Möglichkeit, den zu machen. Aber ich glaube, es ist von der Praxis her, macht es eher mehr Sinn, sich auf ein Verfahren zu konzentrieren, das gut und sinnvoll zu machen. Aber selbstverständlich ist der Serratus Plain Block immer eine Alternative, weiter von lateral, bisschen kaudaler gestochen zum PEX-2-Block. Ich glaube, die Erfolgsquoten werden genauso gut sein. Wir haben es nie gemacht. Wir haben uns tatsächlich auf den PEX-2-Block
konzentriert und haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, jetzt bin ich einmal durch alle Fragen durch. Wenn weitere Fragen sind. Ich glaube, das trügt, Herr Professor Wiesenack. Wir haben im Chat haben wir noch ein, zwei Fragen. Okay. Ich würde Ihnen kurz vorlesen einfach. Ich habe die parallel ein bisschen rausgefischt. Zum einen ist die Frage, wie lange dauert die sensorische Blockade beim PEX? Ja, also wir haben 8 Stunden in der Regel, dass die Patientinnen schmerzfrei sind. So nach ungefähr 8 Stunden ohne Zusatz kommt so das Gefühl wieder, sodass wir sehen, dass die Patienten auf der Normalstation, ich halte es meistens in der Patientenkurve immer mal ein bisschen nach, so nach 8 Stunden auch von sich aus nach Analgetika verlangen. Sie können das Ganze verlängern, wie gesagt, schon mit Zusätzen. Da gibt es Publikationen zu Clonidin, es gibt Publikationen ganz neue zu Dexmedetomidin als Zusatz zu Ropivacain. Das steht einem offen, haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil es auch nicht nötig ist. In der Regel reicht es vollkommen aus. Da passt vielleicht die Frage hier noch dazu. Verwenden Sie Cortison IV zur Verlängerung der Wirkdauer? Die Patienten kriegen von uns alle Dexamethason als, oder zumindest die, die eine Vollnarkose kriegen, alle Dexamethason und Ondansetron als antiemetische Prophylaxe. Damit haben wir natürlich ein Cortison IV und damit sollte sich auch die Blockadedauer verlängern. Also es gibt ja relativ gute Daten, die zeigen, ob ich das jetzt ins Lokalanästhetikum mische oder IV gebe, spielt eigentlich keine Rolle. Es wirkt auf jeden Fall blockverlängernd. Wir geben es primär mal als Ponf-Prophylaxe, aber haben natürlich den schönen Nebeneffekt, dass es auch den Block verlängert. Aber wir geben es nicht zur lokalen dazu, wir geben es IV. Okay. Dann habe ich hier noch, wäre ein lokaler Infiltrationsschmerzkatheter eine adäquate Alternative? Ja, das kann man sich überlegen. Das kann man machen. Ich glaube, so wie eben gerade schon mal ausgeführt, dass die Patienten tatsächlich kein kontinuierliches Verfahren brauchen. Also bei dieser ganzen Diskussion um die Effektstärke der Regionalanästhesie und die überhaupt die Daseinsberechtigung dieser Verfahren in der Mammachirurgie, glaube ich, ist es fast schon hinfällig zu sagen, ob man da einen Katheter einführt. Ich würde es nicht tun, weil ich glaube, dass es übers Ziel hinausgeschossen ist. Anbieten würde es sich, weil ein Katheter könnte man gut in den Faszienschichten platzieren. Ob man jetzt subkutan irgendwo einlegt durch die Operateure, kann man machen, aber ich glaube, es braucht es schlichtweg nicht. Okay. Und dann die letzte Frage noch aus dem Chat. Legen Sie den Block in Anführungszeichen hochsteril? Ja, zumindest versuchen wir das hochsteril zu legen. Also es wird also hochsteril, wenn Sie an Kittel und an sterilen Kittel denken, nein, wir nehmen keinen Kittel wie bei der ZVK-Anlage oder bei der Epiduralanästhesie, weil wir kein Katheterverfahren haben, sondern wir haben jetzt ja eine Single-Shot-Blockade, ist ja nichts anderes und deswegen decken wir natürlich steril ab. Wir haben eine sterile Ultraschallhülle, wir haben steriles Feld, die Haut wird natürlich desinfiziert, so wie bei jeder anderen Katheteranlage auch, also dass wir da steril arbeiten und haben jetzt bei über 1200 Blockaden nicht einen einzigen Infekt gesehen. Dann die letzte Frage noch aus dem Chat. Ein Teilnehmer beschreibt, wir setzen mit gutem Ergebnis standardmäßig paravertebrale Blockaden ein. Gibt es Erfahrungen mit der Kombination PEX plus paravertebral? Die gibt es nicht, jedenfalls nicht aus unserem Haus. Ich glaube auch nicht, dass jemand das macht, das kombiniert. Ich glaube das sofort, dass es gute Erfolge gibt mit Paravertebralblockaden in der Mammachirurgie. Ist es schlichtweg ein alternatives Verfahren zu den Faszienschichtenblockaden? Ich halte es für ein bisschen komplikationsträchtiger. Immerhin ist man ja rückenmarksnah bei der Paravertebralblockade, obwohl es da natürlich auch ultraschallgesteuert eine große Sicherheit gibt, wenn man denn vertraut ist mit der Ultraschalltechnik im Bereich der Paravertebralblockaden. Es ist sicherlich im Vergleich zur PEX-Blockade das aufwendigere Verfahren. Ja, aber ich glaube, dass man, wenn man das gut beherrscht, damit auch wunderbar regional anästhesiologisch das Operationsgebiet abdecken kann.
Okay, gut. Ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich in der Tat alle Fragen beantwortet, sowohl aus dem Chat als auch aus der Fragen- und Antworten-Funktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Wiesenack. Das war ein großartiger Auftakt in unsere Webinar-Reihe dieses Jahr. Und herzlichen Dank an Sie, liebe Teilnehmer, für Ihre rege Diskussion. Auch ich denke, das macht auch als Referent dann immer noch sehr viel mehr Spaß, wenn man im Nachgang noch ein bisschen diskutieren kann. Es ist ein bisschen einseitig, die Diskussion, weil Sie natürlich nur die Fragen bekommen, aber ich glaube, es macht trotzdem Spaß. Herzlichen Dank nochmal nach Freiburg. Ihnen, liebe Zuschauer, würde ich jetzt noch gern unser nächstes Regionalanästhesie-Update-Webinar ans Herz legen. Und zwar werden wir dieses am 7. März, wie immer da am Montag, ersten Montag im Monat. Wir machen im Februar jetzt eine kleine Pause und dann am 7. März sind wir wieder mit einem Regionalanästhesie-Update-Webinar am Start mit Herrn Dr. Oliver Wiezent aus Dresden. Den Link dazu werden Sie dann in Kürze auf unserer Payung-Homepage finden oder Sie erhalten ihn wieder über Ihren Payung-Außendienst. Ich würde jetzt noch eine kurze Umfrage starten zur Bewertung von dem heutigen Webinar. Wenn Sie die noch beantworten würden, noch die eine Minute investieren, da helfen Sie uns dabei, besser zu werden. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr reges Interesse, die tollen Diskussionen und wünsche Ihnen dann noch eine angenehme Restwoche. Auf Wiederschauen. Tschüss, Herr Professor Wiesenack. Wiederschauen.